wir könnten mal den bei Randalen-Quest reingucken. Da haben wir auch wieder, guck mal, 4-Sterne-Quest, wo ich wieder sterben kann, toll. Und eine 3-Sterne-Quest. Ich meine, ich mache persönlich lieber Randale, als Einzelmonster zu bekämpfen. Das heißt, ich würde ganz gerne mal gucken, ob wir hier, warte mal, Fundstücke sammeln, kriege ich hin, wäre mit Maschinenkanonen ab, da kriegt man hin. Skibidi, da. Betäube ein Monster, wird schwierig mit Lanze, aber ignorieren wir einfach, füge ein Status-Anomalie zu, wird schwierig, weil ich sie nicht habe, ignorieren wir einfach, unsere einmal Elementpest habe ich nicht, ignorieren wir einfach. Die Randale wird richtig scheiße laufen. Egal. Hat das, by the way, geklappt mit dem Save by Freedom Unite? Gute Frage. Also ich habe jetzt erstmal alles da. Ich kam, seitdem du mir das geschickt hast, noch nicht dazu, meine PSP wieder anzumachen. Ich habe jetzt gestern sie an die Ladestation gehangen, weil ich eigentlich vorgestern spielen wollte. Ja, meine Zeit ist wunderbar geordnet. Mit anderen Worten, ich war in den letzten Tagen so hart, nicht dabei Zeit zu haben. Also ich habe ja bei Dark Souls das ein bisschen beschrieben gehabt. Ich glaube, du bist auf YouTube nicht mit dabei. Das heißt, das weißt du auch nicht. Halten, bereit. Nee, wir sind nicht bereit. Alles easy hier. Ganz ruhig. Chineset! Okay. Haben wir ein paar Befristete mit dabei? Oh, übrigens ist die Aufteilung jedes Mal anders. Das ist natürlich witzig. Und, oh, wir haben Focken mit dabei. Cool. Eben uns später auf. Den kann man, glaube ich, noch einmal einsetzen. Ja, genau. Balliste unten hinstellen. Voll die gute Idee. Das macht Sinn. Deswegen, ich kam wirklich zu gar nichts. Und das heißt, das werde ich auf jeden Fall noch mit ausprobieren. Wie gesagt, PSP lädt jetzt erstmal. Wenn die geladen ist, gucke ich da mal nach. Ich bin der Überzeugung, dass das funktionieren hätte haben sollen. Oder funktionieren wird. Wenn nicht, schreibe ich nochmal an. Ich habe dich jetzt auf Skype. So, hier was hinzustellen ist, glaube ich, fast sinnlos. Außer wir nehmen hier die steuerbare Balliste, weil da können wir selber dahin schießen. Das ist hier. Wobei, wenn die das Tor kaputt machen, ist es, glaube ich, schon mal ganz gut, eine hier zu haben. So, haben wir 5 von 5. Keine Ahnung, ob die schießen kann. Da vorne wäre wahrscheinlich besser gewesen, aber egal, passt schon. Haben wir hier, wir haben hier den Jagdgong, der war dafür, dass wir Gegenschlaggong uns harter selber gönnen. Und hier waren nochmal ein paar Bomben. Die werden wir wegmachen, sobald wir Focken in der zweiten Runde benutzen wollen. Können wir auch einfach mit springen? Okay, wir brauchen keinen Käfer, um da springen zu können. Gut, dann Balliste, bemannen. Und können wir irgendwie ranzoomen? Hab ich schon mal geguckt, ne? Das geht nicht. Dann haben wir jetzt die schwerste Option. Okay, wir gehen erstmal auf den, auf dich da. Das ist, glaube ich, eine halbwegs dumme Idee, weil wir eigentlich auf den da gehen sollten, der da gerade... Ah, ist ein Ketsu! Ist natürlich, ungünstig. Explosionsschuss, geht er so weit? Sieht gut aus. Oh, da hinten ist das Tor. Oh, das ist belastend. Okay, warte mal, aber Fliegerrecht geht wieder hoch. Weil wenn der weg ist, dann passt es ja auch erstmal. Alter, ich kann es überhaupt nicht. Jawoll, bam. Okay, das reicht erstmal. Der ist auch schon weg. Da auf den Ketsu. Na, jawoll. Kanone verfügbar. Jawoll, haben sie weggeschleudert. Sollte aber eigentlich, genau. Die Horde kommt. Wenn's eine Horde an, wow, wenn Horde an Frauen werden, dann würde ich mit Freuden alle... Wow, ich habe auf was anderes gehofft, Pandasync. God fucking damn it. Okay, warte, wir müssen das Ding aufsammeln. Ich würde sagen, wir versuchen ganz kurz ein bisschen. Ganz ehrlich, meine Waffe ist eigentlich nicht so stark, dass das sinnvoll ist. Alter, aber meine Teammates machen eine Hard. Boom. Okay, warte, die können natürlich das Ding da oben angreifen. Das ist mir relativ egal. Das war automatisch, hoffe ich nochmal. Ich muss die Kanonen noch einsetzen. Wobei, muss ich nicht unbedingt. Letzten Endes wird es nur sehr, sehr wichtig. Warte. Keine Ahnung, was ich getan habe, aber ich versuche eigentlich den guten... Boah, genau, man kann sich da noch irgendwie mit ranhaken, wurde mir immer wieder gesagt. Ich habe nur keine Ahnung, wie. So, wir haben aufgescheucht. Schön, schön, schön. Zwei Käfer, ja, gönn mir. Haben wir jetzt noch was Neues hier? Ja, komm, komm. Oh, es muss erst nachladen, bevor was Neues hinkommen kann. So, du gehst eh auf mich, ne? Das habe ich richtig mitbekommen. Was nur überhaupt nichts bringt, wenn ich von unten nicht zurückschießen kann. Eigentlich wäre für so eine Horde, die Horde rennt, macht auch hart alles niedals am sinnvollsten. Tatsächlich so ein bisschen. Jawohl. Oh, damit können wir auch betäuben. Klar, das Herz betäubt, macht voll Sinn. Vergessen, was ich sagen wollte. Damn, wir müssen erstmal Kiezo kurz unboxen.
Oh, wir haben hier noch eine Balliste, die nicht bemannt ist. Das, fuck. Hätte ich eher wissen müssen. Okay, der muss auf jeden Fall die scheiß Tore nicht kaputt machen. Jetzt brennt's hier auch noch. Hat mal jemand darüber nachgedacht, das einfach nicht zu tun? Okay, warte, ich muss ganz kurz das Feuer hier einmal löschen. Und dafür sorgen, dass der Kiezel hier keinen Bock mehr hat, näher zu kommen. So, wir haben hier... Fuck, wir haben noch nicht die automatischen Kanonen bekommen. Das ist kacke. Fuck, der Kiezel geht gerade einfach durch. Dankeschön, dankeschön, dankeschön. Ach, nur so ein Gesicht. Das ist in Ordnung, ist in Ordnung. So, wir sind entfernt. Ach, hier waren schon Bomben drin. Ja, jawohl. Komm schon, reiten. Yes. Gönn mir. Das wollte ich die ganze Zeit schon machen. Deswegen habe ich die vorhin alle hart zusammengeschlagen. Jawohl. Reiten wir sie alle um. Angriff. Bäm. Und jetzt. Warte. Wir müssen noch, sind noch nicht ganz breit. Agnosom noch mal runterholen. Fuck. Ich wollte eigentlich den hier im 1v1 unboxen. Das hat nicht ganz geklappt. Ich habe 80 Damage mit dem Angriff gemacht. Ich muss nicht nochmal testen, wer zu weit oben ist. Okay, schade. Aber der geht wie gesagt eh auf mich. Das ist. Wir können hier noch was reinsetzen. Ja, hier, Yomogi. Nein! Yomogi, du machst das schon! Da hast du die Jagdanlage verbessert. Okay, schön. Die da eine große. Oh shit! Kanone ausgepackt. Was macht der Kezo schon wieder hier? Leute, wir müssen Kezo aufhalten. So schnell wie es geht. Ja, toll. Da kommt die MG. Yamogi. Zumindest einer, der hier mit rumballert. By the way, was viel sinnvoller gewesen wäre. Gönnen wir uns hier erstmal ein bisschen den da hinten. Jawohl, verbessert. Tada! Alter. Hat schon mal jemand den Kezu gesagt, dass der hier in gar keinster Weise willkommen ist? Und du übrigens auch nicht! God fucking damn it! Ins Gesicht! Du hast hier nichts zu melden! Okay, irgendwo kommt da noch die ganze Zeit eine Dauerexplosion mit her. Gut, den haben wir. Den treffe ich nicht so ganz so gut reden. Hey, so, Fandasök, ich bin gleich wieder im Chat und kann mit dir reden. Der war reitbar, jetzt nicht mehr. Wir haben gerade ein paar viele neue Sachen bekommen. Das heißt nur, erste Horde abgewehrt. Okay, haben wir ein paar Sekunden Zeit. Sieht hoffentlich so aus. Okay, das heißt, du gehst erstmal. Nee, raus hier. Monster erscheinen. Wir haben nochmal Kezu und andere. Ist okay. Ja, Monster, von mir aus. Das heißt, wir brauchen mehr automatische Dinger. Wir haben hier die Glühwurmfeuerartillerie. Die müsste doch eigentlich weit genug schießen können. Die wirklich nur da hinschießen? Oh, die muss ich selber... Ich kann die selber positionieren. Aber die wird trotzdem nur bis dorthin gehen. Okay, gut. Dann ist das hier ungünstig. Gut zu wissen, aber ist trotzdem ungünstig. Das heißt, wir brauchen hier die Abwehrkanone. Die gönnt sich hart. Danach... Oh, wir haben noch 90 Sekunden Zeit. Okay, wir müssen das Ding irgendwie schaffen. Das heißt, jetzt können wir hier Focken mit dazu holen. Das hier... Fuck, wir hätten... Kann ich Focken nochmal weghauen? Ich hoffe, ich kann Focken nochmal weghauen. So, das heißt, was wir machen, ist, wir tun die Artillerie hier hin, dass sie... Ah, wir können auch dann nicht so rechts drehen. Alles Sachen, die ich beim ersten Mal nicht mitbekommen habe. So, du schießt dorthin. Ich hoffe, das funktioniert, dass es automatisch schießt. So, kann ich Focken wieder gehen lassen? Nee, kann ich nicht. Belastend. Ich allerdings ganz gerne, dass... Alle Mond. Oh, ich kann hier unten. Ha! Man kann hier auch hier hinstellen. Na, umso besser. Dann darfst du dahin ballern. Ich meine, es ist ja eine automatische, ne? Das habe ich jetzt richtig. Weil wir gucken nochmal, ob es auch wirklich automatisch ist. Die Zeit haben wir ja. Alles easy ist automatisch. Okay. Wunderschön. Dann stellen wir das dahin. Und dann kann das alles, was da auf die Ecke kommt, hoffentlich hart abballern. Gut. Wir selber sind relativ selten am Schießen, gerade hier vorne. Das heißt, hier diese Selbstballiste. Nee, muss weg. So geil. Artillerie haben wir zweimal. Das heißt, wir begrüßen die direkt mal mit einer Kanone. Weil Kanonen Spaß machen. Wie jetzt? Wie, die ist schon da? Hast du schon mal darüber nachgedacht? Das ist einfach nichts zu tun. Okay, du bist da zum Schießen. Nice. Oh, der wurde schon umgeboxt. Das gefällt mir auch. Dann können wir jetzt direkt mal. Oh, der ist sogar schon komplett weg.
das ebenfalls mal dahin mitrichten. Warte mal, da kommt jetzt auf mich zu. Macht das das jetzt dauerhaft oder keine Ahnung. Wir lassen es einfach mal da stehen. Die da hinten, ja, die ballert von alleine, wenn jemand durchläuft. Okay, okay, okay. So, Focken. Ah, Focken hat die umgeboxt, okay. Hier zu meinem Freund. Ich habe schon mal darüber nachgedacht, dass du das da, genau das einfach nicht machst. Und ich hoffe inständig, dass wir uns darauf einigen können, dass du auch dieser Meinung bist. Oh, okay, das sieht cool aus. Da haut er ab. Okay, nice, nice, nice. Dann kurz anhalten, mehr von den Käfern hier holen. Das heißt, zumindest zum ersten Mal habe ich auch diesen Wyvern-Feuer halbwegs in Verein gesetzt. Hodenmaterial, das heißt, ich brauche aber hier irgendwas anderes. Hier, ja, genau, ihr beide. Ihr macht das. Hoffentlich. Da ist wieder ein Ketsu. Den bitte umboxen. Das ist Unbox-Ziel numero uno. Und ich hoffe eigentlich, dass ich hier reiten kann. Das wäre... Oh! Da haben sie aber hart gegönnt. Was auch immer das war. Oh, das ist eine Lähmung. Ja, okay. Die Alter macht ihr Damage. What the shit? Okay, aber... Ihr macht das sogar mehrfach. Alter, gönnt uns halt hart. So, okay, da kommen die Nächsten. Jetzt haben wir natürlich nichts mehr, dann müssen wir jetzt hier die Bomben mit hin. Für den nächsten Ketsu! Dammit! Okay, ich mache halt hiermit echt null Damage. Ich muss irgendwo... Also die Option, den zu reiten, ist natürlich immer eine tolle. Weil Reiten immer Spaß macht. Ich meine, der greift ja nicht... Ja! Nicht gezielt mich an. Genau, so war der Angriff, den ich meinte. Nein, 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 nein! Fuck, bei den Tasten. Kurz hier hoch, hier ist nochmal was, dann machen wir hier was Steuerbares mit hin. Guck mal, Maschinengewehr, muss ich eher einsetzen. Auch in Ordnung. So, bewegen, höher, hot. Oh, die sind alle schon tot. Hast ja gar nichts zu tun. Dann, warte, schleudern wir dich da mal dagegen, das sind nur 12 Schaden. Oh, da ist ein Monster, dich haben wir. Er ist einfach gestolpert! Goddammit! Egal, wir müssen ein Maschinengewehr einsetzen. Ja, ja, Maschinenkanone. Fuck. Okay, nicht, wenn gerade ein Typ wie da ist, der nur mich angreift. Da ist übrigens wieder so ein Kitsu-Ding. Willst du auf mich gehen? Ich hoffe doch nicht. So, jetzt! Ich bin wieder umgeboxt. Okay, da muss ich häufiger blocken. Nein! Stopp den Ketsu! Fuck, da hinten ist nix! Das heißt, ich muss das machen. Timmy! Jawohl, Timmy! Gönn uns! So, dann. Wenn der da weg ist, haben wir es, glaube ich, sogar schon fast geschafft. Nein! Azuros! Hast du schon mal darüber nachgedacht? Das ist einfach nur nichts zu tun. Oh. Fuck, hat er zwei dran da. Ich verkack schon hart. Egal, wenn der hier stehen bleibt, dann steht er auf jeden Fall ganz gut für die nächste Bombe. Okay, der scheint auch so ein bisschen auf alles zu gehen. Wir müssen nur ein bisschen aufpassen. A, dass ich nicht sterbe. B, dass hier nicht noch irgendjemand anderes ankommt und andere Sachen kaputt macht. So, wir haben übrigens auch noch hier eine Option, was automatisch mit reinzuballern. Und zwar so eine Abwehrkanone. Die sollte doch hoffentlich hart schießen. Solange die nicht auf das Tor da oben gehen, ist mir relativ egal, was sie machen. Oh, stimmt, wenn man mein Angriff steigt doch auch, wenn ich hier eine Festschub erhöht bekomme, oder? Ich würde zumindest den Damage erklären, den ich dem hier gerade drücke. Nee, gefühlt 100 Mal höher als alles, was ich sonst mache. Okay, sterben will ich trotzdem nicht. Wir werden das Jägervieh einfach komplett ignorieren. Satoshi. Ja, ich weiß, dass sie da drauf gehen. Das versuche ich ja gerade zu verhindern. Da steht übrigens auch absolut nichts drin. Das heißt, wir machen hier... Genau, den Drachenköder. Damit alle dahin gelockt werden. Guck mal hier, wir haben Feuer. Dann schießt das da mal da drauf. Und dann schießt bitte dahin. Oh, das hat getroffen. Nice.
Und das sind die Elementpests. Ah, nice to know. By the way, wir sollten uns mal ganz kurz zeigen. Das ist eine spontane Vermutung, dass das sonst etwas ungünstig werden könnte. Jetzt kommen die nächsten nach. Jawoll! Zumindest die Artillerie böllert. Kanone macht auch so ein bisschen was. Schön. Dann. Nein, Azuros! Genau, geh weiter auf alle anderen Sachen. Alter, wenn hier jetzt ein Kiez ankommt, sind wir. Hart am Sterben. Ja, Yomori, du bist doch gar nicht da! Wie jetzt? Oh, wir könnten aber. Wir könnten. Hier nochmal eine Artillerie reinballern. Und sagen, du gönnst. Das hat nicht funktioniert. Dammit. Okay. Seilkäfer mitnehmen. Wir hatten da übrigens nochmal ganz kurz. So, und jetzt spring doch da hoch! Maschinengewehr. Nein! Dammit! Ist das scheiße, wenn hier die ganzen Leute die ganze Zeit einen angreifen? Zumindest ist die da perfekt ausgerichtet, genau dafür. Der ist unten. Dann machen wir den ganz kurz weg. Während wir hier können. Damit der mir nicht mehr auf die Eier geht. Warte, der geht mir nicht mehr auf die Eier. Dann machen wir den da ganz kurz weg. Damit der auch keinen Spaß mehr am Leben hat. Und wir haben es geschafft! Jawohl! Wir haben absolut keine Nebenquests erfüllt, außer eine, die ich überhaupt nicht hätte erfüllen sollen. Ah doch, wir können nachher den Lost auch noch mitmachen. Gut, dann nehmen wir noch ein paar Explosiv-Kunais auf. Die soll ich vielleicht auch irgendwann mal benutzen, wenn ich sie hier schon bekomme. Und wir bekommen vom Hauptmonster-Loot das, was wir auch looten können. Das macht irgendwie Sinn. So, gab es die fliegenden Monster auch schon als Bossgegner? Ja, die gab es auch schon, da sind sie aber nicht so viel geflogen. Da waren sie hauptsächlich am Boden. Und damit wesentlich entspannter. Die haben trotzdem scheiß Angriffe gemacht und so weiter und so fort, aber waren wesentlich entspannter als das hier jetzt. Und noch irgendwo irgendwas zum Einsammeln? Ein paar Seilkäfer. Boah, das muss man unbedingt besser machen. Beim ersten Mal war so überhaupt kein Zeitdruck dabei, das war voll entspannt. Und jetzt auf einmal so, oh, warte, das hätten wir vielleicht auch mal machen sollen. What? Wir haben da eine Kanone parat gehabt? Ah, deswegen war es so schwer, weil ich die Hälfte meiner Sachen nicht benutzt habe. Muss unbedingt besser werden, aber guck mal hin. Wir lernen jedes Mal, auch wenn es knapp ist, immer noch was Neues mit dazu. Okay, Grad Sandwich, die übelsten Blähungen incoming. Dann, gut furzen, wa? Wir haben trotzdem A-Rang. Yay, neuer Rang für die Randale. So, jetzt schauen wir mal ganz kurz. Und letztes Mal haben wir nur diese Randale-Extra-Dinger bekommen. Jetzt haben wir auch Groß-Itsushi und Azuros. Ein bisschen von jedem. Nice. Dann ist das hier unsere Lootquelle. So wie es sein muss. So wie ich das gern gehabt hätte. Das heißt, wir können heute in Ruhe den ganzen Tag Randalen machen und dabei in Ruhe sterben und dann mit neuen Lootchancen uns bauen können.